Ja, hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich bin in einer neuen Aufnahme, allerdings, wenige Stunden nach der alten, weil der Dude, mit dem hatte ich eigentlich eine neue Aufnahme für Star Wars bzw. Iron geplant, der kann aber heute nicht. Also machen wir hier weiter mit meiner Urlaubsvorproduktion. Mittlerweile müssten hier wenigstens ein oder zwei abgeschlossen sein. Jawohl, hier haben wir schon. Leliana hat einen Magierstab des Eises bekommen vom Fischer, das alte Labor untersuchen, okay. Und hier... Wahrheit oder Pflicht, das Finale, da gab es ein Amulett der Macht, für wen auch immer, werden wir sehen. So, auf der Festung mit Belize sprechen haben wir, orlesianische Söldner treffen haben wir, die Ressourcen in den erhabenen Ebenen, ja, ist nicht so wild. Das hier ist erstmal wichtig. So, Leliana, mach das mal. Plopp. Wir stehen euch zu Diensten. 17 Minuten, das sollte relativ schnell gehen. Orlesianische Söldner treffen. 3 Stunden, 4 Minuten, ja, komm, kriegst du hin. Dann wollen wir doch mal sehen. So, wir selbst reisen mal ganz schnell in die erhabenen Ebenen zurück, wo wir dann eiskalt weitermachen. Dorian wollte ich hier mitnehmen. Ich wollte auch Varric mal dabei haben, also eine Varric, Dorian, Cassie. Okay, bestätigen. Im Übrigen habe ich die kurze Zeit zwischen der Aufnahme noch genutzt, mich ein bisschen neu auszustatten. Das heißt, im Prinzip viel war nicht zu tun. Der liebe Dings hat einen neuen Helm bekommen. Was heißt der liebe? Also der Bulle hat einen neuen Helm bekommen. Und dieser neue Helm hat ihn natürlich ein bisschen stärker gemacht. Sieht auch ein bisschen cooler aus mit dem Helm. Ist auch ein extra Bullenhelm, den wir bei der Sturmküste gefunden haben. Hier, ich weiß nicht jetzt gar nicht, wie der hieß, Schrecken oder so. Und naja. Den trägt er jetzt. Ansonsten, ich glaube, ich hatte noch ein oder zwei Runen, habe ich direkt noch mit rein verpasst, weil ich noch warten musste, bis Josephines Bericht fertig war. Da wollte ich nicht, sagen wir mal, schon losreisen und 2 Minuten später ist der Bericht fertig, das wäre doof. Wollt ihr keine Zeit verlieren, deswegen habe ich noch ein, zwei Runen irgendwo auf irgendwelche Waffen gemacht. Ich weiß nicht mal mehr welche. Ich glaube, Cassie hat eine bekommen und war es Dorian? Nee, Dorian nicht. Oder doch hier Dorian? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist egal. Nun ja, jedenfalls sind wir hier fast in der, in dem schwarzen Bildschirm angelangt. Also fast wieder in den erhabenen Ebenen. Da gucken wir mal weiter, was wir so schön finden. Ach so, Solas wollte ich hier mitnehmen. Solas, nicht Dorian. Solas ist richtig hier. Ich muss nochmal die Gruppe austauschen, weil Solas soll ja auch hier irgendwie seine Freundin, also seine Geisterfreundin suchen. Das heißt, ach komm, dann können wir genauso gut Sera mitnehmen. Bei Varric und Solas haben wir so oft zusammen. Cassie und Solas. Der guckt ein bisschen traurig hier. Aber zählt ja nichts. So, bestätigen. Habe ich jetzt die ich will? Nochmal. Sarah, Cassie, Solas, bestätigen. So, jetzt habe ich es aber auf jeden Fall. So. Und jetzt wollten wir hier hinten, zum einen haben wir hier eine neue Quest zum Annehmen. Da haben wir was. Wir haben noch einiges zu tun hier in den beziehungsweise in den erhabenen Ebenen. Da waren wir ja auch erst angekommen. Relativ frisch. Entsprechend stehen auch wieder die Bösewichte hier drumherum. Seid ihr Bösewichte? Nein. Seid vorsichtig da draußen. Sind wir doch immer. Aber schön, dass ihr da seid und uns nicht angreift. Auch mal was anderes. Ihr tut das schon, aber nicht mehr lange. Stop. Stop. Dum, dum, dum. Und der Finn. Und du auch. Wunderbar. Damit plündern wir mal. Einmal Ringsamt. Hier drüben ist noch was. Hier. Plündern. Nochmal Ringsamt. Okay, weiter geht's. Ich glaube, wir gehen mal außen rum, weil das nächste Dings, was wir da gesehen hatten auf der Karte, da wo es mich jetzt hinführt, das ist, glaube ich, außerhalb gewesen. Außerhalb dieser Gruben da. Ich guck mal auf die Karte. Ja, wir laufen relativ direkt geradeaus. Das passt schon. In den Gruben selbst kann ich auch nochmal reingehen. Ah, da hinten ist es. In diesem brennenden Häuschen. Und da oben habe ich eine Quest. Entdecke Sehenswürdigkeiten. Ach so, also ist das da oben eine Sehenswürdigkeit höchstwahrscheinlich. Nun gut, wir gehen mal in dieses zerstörte Haus rein, nehmen mit.
Rat eines Fahrgard. Rygard, wenn du zurückkommst, werde ich weg sein. Unterwegs nach Leides, komm so schnell nach wie möglich, sagt der Vater. Ja, mach das. So, ich hole mal die Sehenswürdigkeit da oben noch mit. Was ich eigentlich in der letzten Folge ausgeschalten habe, dass der das mir nicht immer anzeigt, aber na gut, man kann es ja nicht aussuchen, sich. So. Das scheint nicht ganz oben drauf zu sein, oder? Oder ist das ganz oben drauf? Nee, ich hoffe mal nicht. Weil da kommt man so schlecht hin. So, hopp, 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 hopp. Komm ich hier rauf? Nee, komme ich nicht. Ich guck mal von der anderen Seite. Ui, Dämon! Na wartet. Ich helfe dir mal kurz. Nicht, dass die mir hier drauf gehen hier. Der arme Kerl. Der Einzige, der noch rumsteht da. Und dann geht er am Ende noch rauf. Muss ja auch nicht sein. Plump. So, die andere, das andere Viech lebt scheinbar auch noch. Ah, okay. Der Schatten. Na gut. Wisst ihr was? Ich lasse einfach das Teil hier. So. Ja, da gehen wir dann später hin. Da muss ich wahrscheinlich von oben hin. Also gehen wir wieder hier rein. Und schauen mal, ob wir die Grube da Sicht kriegen, damit da nichts mehr Untotes durchkommt. So. Hier entlang. Hier hinten war ja nichts, ne? Hier hinten ging es nicht weiter. Okay. Weil hier irgendwo hatten wir in der letzten Folge noch einige Leichen, so eine Leichengrube zugemacht. Und ich hoffe mal, dass wir die zweite, weil glaube ich zwei waren es, die in der Liste angezeigt wurden, dass wir die zweite auch noch finden. Jetzt krabbeln hier schon wieder diese Leichen raus. Ja, das ist da nicht mehr feierlich. Ah, da ist da nichts. Das ist doch. Eine Leiche bleibt selten allein und zwei auch nicht. Ab, umfallen. Ich will weiterleben. Danke. Was lässt du dich auch anschießen? Anscheißen, Entschuldigung. So, hier haben wir was. Oh, da ist ein Horn. Könnte man reinpusten. Machen wir erstmal den da hinten. Bevor ich den arkanen Schrecken da wegmache. Immer eins nach dem anderen. So, das weg. Hier hinten, wie gesagt, haben wir schon geplündert, nicht? Aber haben wir schon alles fertig gemacht. Insofern ist das da hinten nicht mehr. Sag bloß, hier ist immer noch einer. Ist jetzt mal gut hier. So, was. So, also plündern wir mal. Und zwar Leichnamherz, Ringsamt. Oh, hier ist noch was. Genau. Flupp. Komm her. Seitenbrokat, Herz eines arkanen Schrecken. Plündern. Hedens Rasiermesser, SPS. Ja, Großschwert. Nicht schlecht, aber naja. Großschwerter sind bekanntermaßen nicht so die allerbesten. Hier haben wir noch was. Einmal Ringsamt. Wo ist das andere? Das war weg. Oder was? Achso, das war wahrscheinlich das, was wir gesehen hatten. Gut, wir gehen mal hier hinter. Und schauen mal, was wir hier finden. Außer Tod und Verderben. Wumm. Da, komm. Hätten schon wieder ein arkaner Schrecken. So, hier ein Leichnam. Fall mal um. Hast hier nichts zu suchen. Bist schon tot. Vielleicht bist du ganz tot. So, ich hoffe, du bleibst diesmal auch. Wäre mir äußerst verbunden, wäre ich dir, wenn du wirklich mal tot bleibst. So. Diesen arkanen Schrecken Stufe 11 hält ganz schön was aus, dafür, dass er Stufe 11 ist. Hopp. Und hier den da noch. Was ist das denn? Ein Leichnam. Leichnam mit rotem Lyrium. Ich habe doch genau gesehen, dass der rotes Lyrium drin hatte. In sich selbst und so. So, Erinnerungsmedaillon. Sehr schön. Hier. Ein Leichnam Herz. Was haben wir hier Schönes? Ringsamt. Ah, da ist ein Zettel oder sowas, ne? Ach nee, da, ja, genau. Nehmen. Letzte Worte. Meine Lieben, sollte der Brief euch nicht erreichen, bin ich tot. Es war ein guter Tod, sagt Julian. Den Rest könnt ihr ja in der, ja, außerhalb der Aufnahme lesen. Also sprich, einfach Pause drücken auf YouTube, wisst ihr ja. Das ist nicht ganz außerhalb der Aufnahme, aber immerhin. Nichts berührte Seitenbrokat und ein arkaner Schrecken. Und hier nochmal.
Also, und da hätten wir das nächste. Eine magische Barriere sogar, die das Ding schützt. Aber nicht mit uns. Lup, lup. Weg ist es. So, verbrennen wir hier. Gibt das Hohnsignal Frieden in den westlichen Wellen. Na, das ist doch gut. Haben wir für Frieden gesorgt. Juhu. Ich freue mich. Hier ist nichts. Also hier vor und da vorne war irgendwo ein Horn. Habe ich auch gesehen. Hier ist es doch. Hornsignal eingeben. Pups. So. Und damit hätten wir wieder ein bisschen für Einfluss gesorgt. Haben wir jetzt hier eventuell... Was sind das für Truppen eigentlich? Sind das Inquisitionstruppen oder wem gehören die? Wer weiß das schon. Hier oben muss noch was sein. Ich muss da mal hochgehen. Ich habe das vorhin schon gesehen. Aber bin da halt mehr oder weniger dran vorbeigelaufen. Also gehen wir da mal auch mal hoch. Kämpfen die da oben? Die trainieren nur. Okay, trainieren ist okay. Trainieren ist genehmigt. Runterfallen nicht. So. Also zumindest hätten wir hier schon einen weiteren Außenposten uns geschaffen. Plündern wir mal. Hitzeschild und ein bisschen Zeugs. Naja, verkaufen kann man es immer noch. So. Dieser Außenposten ist schon mal gesichert. Hier vorne Frieden für die westlichen Wälder. Da können wir mal noch hingehen. So, plündern. Hier liegt noch was. Wir machen nichts als Ärger. Okay, nehmen wir mit. Ringsamt und Gold. Und dann auf nach vorn, auf nach vorn. Ja, ja, hier Dämonen. Man hört schon die ganzen Gespräche hier, die ich finde die eigentlich cool. Sie haben es geschafft. Unglaublich, dass sie die Welle zurückerobert haben. Ja, mach ich doch gerne. Noch irgendwas? Sie haben es geschafft. Unglaublich, dass sie die Welle zurückerobert haben. Wir sollten den Marschall warnen, aber Frau Revasan ist von Untoten umzingelt und abgeriegelt. Was ist hier passiert? Alles begann, als diese Freikämpfer auftauchten. Seltsame Lichter, wie blaues Feuer. Das hatten wir schon. Das muss Magie sein, aber die Frei... Ich... So, Frieden für die Welle, westlichen Welle, Quest abgeschlossen, na immerhin. Hier vorne die Sehenswürdigkeit, ich muss die mal, diese blöde Quest deaktivieren, das machen wir mal so. Aktivieren, deaktivieren, okay. Unter dem Schutz der Inquisition, hier hängt unser Banner, das ist schön. Haben wir ein bisschen vor Ruhe gesorgt, hier zumindest in diesem Teil. Müssen jetzt aber weiter. Ich gehe mal erstmal, wie gesagt, hier in die ausgefallene Richtung. Nämlich nach unten. Ich laufe mal den Weg. Vielleicht wollen wir schon, wo wir da hinkommen. Weil von da kamen wir ja bekanntermaßen nicht. Vielleicht kommen wir dann auch mal da oben hoch. Die blöde Sehenswürdigkeit wird immer noch angezeigt. Siehst du, das meinte ich, das ist nervig hier. So. Aktivieren. J. Erinnerung der Grauen. Hopp. Aufmachen. Und deaktivieren. So, jetzt müsste das eigentlich komplett weg sein. Alles klar. Es sei denn, ich mache die nächste entdeckte Region. Ah, jetzt ist das aktiv. Willst du mal was wegmachen hier? So, da ist Olaf hin. Hi, Olaf hin. Scheint Hilfe zu brauchen. Wer denn? Wo denn? Oder? Und einmal. Bung. Halt um. Da kommen die nächsten. Alles tote Leichen hier. Naja, gut, was will man auf einem Schlachtfeld auch anderes erwarten als Leichen? So, ich plündere mal kurz. Einmal mitnehmen, Ringsamt. Dankeschön. Sonst gab's hier. Ja, doch, hier drüben. Beryllium. Na, auf jeden Fall doch. Hallo Olaf hin, nochmal. Annefara, alles gut, hoffe ich. Ja, natürlich. In dieser Gegend scheint es eine Menge Probleme zu geben. Das ist noch milder ausgedrückt. Der Krieg ist vorbei, doch nun sind die Toten lebendig. Aber eines ist lustig. Ich habe diese Untoten beobachtet und sie scheinen sich auf die Schem-Armeen zu konzentrieren. Als ob
Tja, warum sollte man Menschen nicht töten wollen, hm? Trotzdem, arme Narren. Seid ihr ein Dalish-Elf? Natürlich. Ihr habt offenbar wenig Erfahrung mit dem Volk. Ja, wir sind Dalish. Wir lagern seit Wochen auf den Feldern westlich von hier. Der Krieg zwischen den Löwen hat die Passage durch das Dorf erschwert und einige unserer Arabelle beschädigt. Falls ihr meinen Clan findet, bestellt Hüter Horn, dass ich die Jagd fortsetze und vielleicht eine sichere Route über die Ebenen finde. Ich habe gehört, die Dalish wären Fremden gegenüber distanziert und misstrauisch. Ihr scheint anders zu sein. Tja, sag das nicht dem Hüter. Ich liebe mein Volk, aber es hält an alten Wunden fest. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es einfach Zeit zu vergeben. Das wäre nicht schlecht. Was ist das Dorf? So nennen wir diesen Ort. Das Dorf. Dorf Havaren. Ach so. Ich muss gehen. Nur zu. Passt auf euch auf. Das mache ich natürlich. Ich muss tatsächlich gehen und zwar in die nächste Folge, Leute. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.